So, jetzt. Hallo! Hallo! Wir sind mal wieder zusammen, ausnahmsweise, und einige von euch wollten gerne etwas zum Genre Chiclet erfahren und passende Bücher dazu sehen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, euch das mal ein bisschen vorzustellen, das Genre, und auch die passenden Bücher dazu, wie ihr seht. Genau, zu haben zeigen. Wir hier genug aufgebaut. Entschuldigung, Josie. Genau, ja. Dann erklär du uns doch vielleicht mal, was ist denn Chiclet überhaupt? Also wir haben hier so ein paar Notizen. Chiclet kommt, ist aus dem Englischsprachigen, bedeutet Chick heißt Küken, Tussi? Ja, bezeichnet sozusagen junge Frauen, genau. Tussis. Und Lit kommt von Literatur, also Chiclet. Es sind lustige Frauenromane, meistens so, was haben die für ein Alter? Würdest du sagen, Mitte 20 bis... Ja, meistens so Mitte 20 bis Mitte 30 ist ja, so, würde ich sagen, so das durchweg passende Alter, so. Es geht um Klischees wie Schuhe, Shopping, Liebe, Lustiges, in Fettnäpfchen treten, so dieses ganze Programm. Was haben wir uns aufgeschrieben? Meistens sind es Komödien, wobei ich finde, dass auch sehr viele Bücher sehr nachdenklich sind. Dass, ja. Auch wenn es lustig ist, heißt es nicht, dass es immer nur ein albernes Genre ist. Und es ist im Prinzip, Chiclet umfasst im Prinzip ein Genre, was halt, es geht um Frauen, meistens von Frauen, für Frauen geschrieben, ja, genau. Und alles, was eine Frau ausmacht. Ihr Job, ihr Liebesleben, wie du schon sagtest, die Suche nach der großen Liebe und die Probleme auf dem Weg dahin. Und richtig begonnen mit dem Chiclet hat es mit einem ganz besonderen Buch, das diesen Namen im Prinzip sozusagen populär gemacht hat. Und das ist 2000 gewesen, so um die Jahrtausendwende, und zwar Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück von Helen Fielding. Kennen das ja. Stimmt, ja. Also zumindest den Film auf jeden Genau, Fall, wenn man das Buch nicht kennt, dann immerhin den Film. Genau. Also ich kenne das Buch auch noch nicht, ich habe es zu Hause stehen schon seit Ewigkeiten, aber ich habe auch nur den Film bis jetzt gelesen, wollte ich gerade sagen. Den Film gelesen, ja. Ja, genau. bekannte Chiclet-Autoren sind so Susanne Elizabeth Phillips, Rachel Gibson, Sophie Kinsella, Sarah Harvey, haben wir hier nicht dabei Sarah irgendwo. Harvey. Doch, hier oben, der mit dem Hamster, Sarah Harvey. Ja, süße Cover. Dann Catherine Elliot. Schreck, ich habe glaube ich gar keinen Maeve Herron dabei, ne? Zum Zeigen. Nee. Aber ist egal. Maeve Herron auf jeden Fall, Rachel Gibson hattest du schon gesagt, ne? Yep. Catherine Elliot haben wir noch und Alexandra Potter und auch viele von den deutschen Autoren, genau, ne? Jana Fusen, Anne Herz in der Chiclet-Richtung, ich komme gerade nicht, Shari Lowe geht auch in Chiclet. Wer ist noch, das war jetzt nicht deutsch, ich weiß, aber es ist auch Chiclet. Was hattest du jetzt? Jana Fusen, Anne Herz? Kerstin Gier wahrscheinlich auch. Ja, genau. Kerstin Gier. Was geht denn noch in Chiclet beim Deutschen? Steffi von Wolf, habe ich persönlich noch nie gelesen, aber ich denke mal. Denke ich auch, ja. Kostmann, da ich nicht viel Andrea Deutsch Kostmann lese. Geht auch in Richtung Chiclet. Genau, Andrea Kostmann, Männertaxi. Ja. Haben wir jetzt nicht hier. Leider, aber. Zufällig. Aber ein gutes Buch. Ja. Und viele von denen, die hier hinten stehen, vor allen Dingen, das hier zum Beispiel Jenny Colgan, No Sex in the City, das haben wir noch nicht gelesen, kann man nicht viel zu sagen. Shetland Kuss von Cassie Woodman, habe ich auch noch nicht gelesen, aber soll auch sehr lustig sein, ist auch Chiclet. Frosche mal. Deutsche, gibt es noch Deutsche? Ja doch, bestimmt, aber... Vielleicht fällt uns noch was ein. Ja. Welches war denn, wir hatten ja vorhin drüber geredet, was so unser erstes Chiclet-Buch war, was wir je gelesen haben. Kannst du dich noch genau erinnern oder welches waren so die ersten? Ich weiß, dass so richtig infiziert hat mich Susanne Elizabeth Phillips, damals mit Küss mich Engel. Ich kann es euch mal zeigen. Küss mich Engel von Sepp. Ein sehr lustiges Buch, ja, sehr, sehr gut. Mit Zirkus, mit Tieren, einem richtig netten Mann.
Die Frau ist verrückt, durchgeknallt, aber, und lieb. Ja, aber toll. Also die Frau hat schon so ihre Ecken und Kanten, was ich gut finde, aber sie ist so liebenswert, so sympathisch, dass es echt richtig Spaß macht mit ihr. Das war so, dass also mein allererstes Chiclet war eigentlich Glückskekse von Anne Herz. An das Buch kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Und ich habe dem auch, glaube ich, nur 2 oder 3 Sterne gegeben. Ich habe es mal nachgeguckt, also höchstens 3. Das hätte ich auch machen können. Ich habe doch meine Lesenotizen, da könnte man nachgucken, ja, genau, was so das erste war. Aber soweit ich mich erinnere, war es bei mir halt wirklich Bridget Jones. Ich habe das damals gelesen, habe mir das gekauft, weil es halt auch in aller Munde war. Und ich fand es einfach total lustig. Erstmal die Tagebuchform, dass sie wirklich bei jedem Tagebucheintrag im Prinzip sagt, heute wiege ich 56 Kilogramm, habe erkannt, dass das Erfolgsgeheimnis einer Diät darin besteht, sich nicht zu wiegen zum Beispiel. Und ja, nach Monaten lustigen Überschriften und ihr kennt ja Bridget Jones, Pleiten, Pech und Pannen, das macht ihr Leben ja eigentlich aus. Und danach wollte ich einfach mehr aus diesem Genre lesen und einfach, ja, mehr Frauengeschichten lesen, die einfach lustig sind und mitreißend und wo man auch mal wirklich herzhaft lachen kann einfach. Ja, diese Mischung, dieses Herzschmerz und meistens haben die auch gerade irgendwelche Lebensprobleme so, ja, mit ihrem Leben. Guckt euch zum Beispiel von Sophie Kinsella die Becky Bloomwood an. Die kennt genau, ja nur wirklich jeder. Ob man sie nun mag oder nicht, aber die Frau ist behaftet von Problemen, die hat Schulden bis sonst wo und nebenbei, während sie dieses ganze Chaos versucht zu bewältigen, findet sie auch noch die große Liebe und das macht das genau, eigentlich auch ein bisschen auch aus. Ne? Diese Mischung aus Herzschmerz und Leben in den Griff kriegen und dieses ganze Freundschaften noch nebenbei, das finde ich so, ja, einfach so, ja, eigentlich was wir alle kennen, oder? Würde ich sagen. Denke ich auch, das, was ein Leben der Frau ausmacht. Das ist auch, ich lese im Moment Mein Mann ist eine Sünde wert von Maeve Herron und da ist es zum Beispiel eine Frau, die ist verheiratet und hat 3 Kinder, 8-jährigen Sohn, 10-jährigen Sohn und eine 16-jährige Tochter. Die sind verheiratet und haben halt einfach Eheprobleme und das ist auch das Leben einer Frau. Und aber mit so viel Humor, mit so viel Humor, dass man wirklich einfach lachen muss und es Spaß macht, einfach eine Geschichte zu lesen, um zu gucken, kriegen die es im Griff, ihre Ehe wieder zu kitten oder findet sie einen anderen vielleicht, die verreist jetzt nach Paris, das weiß ich noch nicht. Also es geht auch so, dass man sagt, es sind nicht immer nur junge Frauen, die ungebunden sind, sondern auch manchmal einfach Ehefrauen, die Probleme haben oder so. Ja, da muss ich gerade das Buch denken, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie das hieß. Sie hatte auf jeden Fall einen Freund, hat mit dem Probleme gehabt irgendwie, hat sich dann von dem getrennt, weil der fremdgegangen ist. Und dieser Ex-Freund hat, während sie die neue Liebe gefunden hat, immer irgendwie eine Rolle gespielt. Er wollte sie dann zwischendurch zurück und so. Das fand ich auch gut. Ich weiß gerade. Lizzie Nichols von McCabot? Bei der war das, glaube ich, so. Das kann sein, ja. Nee, obwohl, das war ein bisschen was anderes. Also weiß ich nicht, das irgendwann. Aber das war auch so, dass dann halt ja nicht mehr durch. Der Ex-Freund immer noch irgendwie da dazwischen gefunkt hat und sie immer überlegt hat, habe ich doch noch Gefühle für den, was man halt selber auch so kennt, ne? Ja. Was ist denn so dein Lieblings-Chicklet? Hast du welche? Oder Lieblingsautoren? Ja, Lieblingsautoren sind Susanne Elizabeth Phillips auf jeden Fall. Rachel Gibson. Rachel Gibson habe ich ja mit diesem Buch für mich entdeckt. Das habe ich damals geschenkt bekommen. Ein Rezept für die Liebe. Das ich habe es auch geschenkt bekommen von ihr. Ich musste sie ja überzeugen. Genau. Und das ist richtig toll. Es ist lustig. Und es spielt ein Sportler mit. Was ist denn er nochmal? Irgendein Sportler? Es spielt auf jeden Fall um die Zeit zum Valentinstag. Und das genau, passt irgendwie. Du hast mir das zum Valentinstag geschenkt. Stimmt. 2008. 19. 3 Jahre schon her. Krass, ne? Und inzwischen stehen so viele Rachel Gibsons in meinem Regal. Das war damals, was mich, also es war mein erstes Rachel Gibson und das hat mich dazu gebracht, immer mehr von ihr zu lesen, weil ich finde, sie hat eine schöne Art zu schreiben, die Geschichten machen Spaß zu lesen, die Frauen in den Büchern sind immer toll, finde ich. Stimmt, mein erstes Buch war es gar nicht. Ich habe Traumfrau Ahoy gelesen zuerst. Und Traumfrau Ahoy könnt ihr von eurer Wunschliste sofort streichen, runternehmen, wenn ihr im Buchregal habt, am besten verbrennen, mit Klopapier verwenden oder weiß ich nicht was, Schiffchen draus falten. Weil Traumfrau Ahoy ist echt ein mieses Buch. Also ob Rachel Gibson da 3-8 im Turm hatte beim Schreiben oder was auch immer. Stimmt.
Es ist einfach nur billig und oberflächlich und eine dumme Geschichte, wirklich dumm. Und die Leute, die vielleicht so wie ich Traumfrau Ahoi zuerst gelesen haben und sich denken, um Gottes Willen, und alle Leute mögen die Bücher, lest einfach mal ein Rezept für die Liebe und lasst euch bekehren. Ja. Das ist wirklich ein tolles Buch und ein Einzelroman, gehört zu keiner Reihe dazu. Finde ich wichtig, das weil wichtig, oft sind Reihen bei Rachel Gibson nur locker miteinander verbunden, aber die Personen kommen halt hier und da in anderen Büchern mal vor und in dem nicht. Das ist ein Einzelbuch, das kann man als Einsteiger sehr gut mal probieren. Ja, also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich weiß noch, wo sie mir erzählt hat, nein, von Rachel Gibson lese ich nichts mehr, das war so blöd und so. Und dann habe ich ihr das geschenkt und... Das war bei Sepp genau das Gleiche. Das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, Vorsicht, frisch, verliebt. Das fand ich so schlecht, also nicht so schlecht wie das Rachel Gibson Traumfrau Ahoi, aber auch schlecht. Und dann habe ich gesagt, ich will es nicht mehr lesen, und dann haben Steffi und andere Mädels aus dem Büchertreff damals zu mir gesagt, les mal Küss mich Engel, hol dir das mal. Und dann habe ich es mir gekauft und habe es gelesen, und von da an mochte ich auch selbst sehr gerne. Ja, war das auch toll, Küss mich Engel ist so, oh. Und hast du noch andere außer Sepp und Rachel? Ja, bestimmt. Bei mir fallen auf jeden Fall noch welche ein, die auf jeden Fall toll sind. Und zwar, das sieht man jetzt leider nicht, wir hatten das erst so schön dekoriert. So im Handtaschenformat gibt es diese Ausgabe von Catherine Elliott, Heiratsfieber. Und welche ich halt auch noch ganz toll finde, ist Mae Farren. Das hatte ich euch irgendwann im Video auch schon mal gezeigt, die beiden. Das ist so absolut englischer Humor. Macht Spaß und ist halt auch Chicklit, aber es sind so eher, wie ich finde, noch relativ unbekannte Autoren, was sehr, sehr schade ist. Also ich habe die beiden noch nicht gelesen, aber von Catherine Elliott habe ich Das Chaos hat einen Namen gelesen. Das habe ich von dir bekommen, weißt du noch? War mein erstes, und ich weiß nicht, dass ich da stundenlang gelesen habe. Das war lustig mit der Verfolgungsjagd durch London, ich werde es nie vergessen. Ja, und dann sind die da aufs Land nach... Wohin irgendwo in der Nähe immer. Von London aufs Land auf jeden Fall, und es war so lustig, was der Frau da alles passiert ist, das war der Wahnsinn. Das hat so Spaß gemacht zu lesen, ich konnte gar nicht aufhören, und das ist relativ dick. Ja, so. Also ich weiß auch, da habe ich damals hier gerade in der Wohnung gelebt, also es muss so ungefähr 4,5 Jahre her sein, das war so im Sommer, also nicht mal ganz 4,5 Jahre. Es war mein erster Sommer hier allein in der Wohnung, ich weiß, dass ich mittags mich hingesetzt habe und abends so 17, 18 Uhr rum bin ich dann von meiner Couch irgendwann mal wieder aufgestanden und dachte so, ja, die Zeit vergeht, ne? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Ich habe 6-7 Stunden am Stück gelesen, das Buch war alle leer ausgelesen und in einem Rutsch halt irgendwie weg, ne? War halt schon richtig toll. Also Mae Farren, Catherine Elliott kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Josie ist auch wieder dabei und macht Rückwärtsgang. Ja. Die will bestimmt hier raus. So. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Ja, die beiden. Ansonsten finde ich Sophie Kinsella natürlich toll. Hauptsächlich auch ihre Einzelromane. Also die Becky Blumwood Reihe, ich mag sie, du magst sie überhaupt nicht. Nee, die kann Becky überhaupt nicht leiden. Ich finde Becky eigentlich ganz liebenswert. So. Ich finde sie total nervig und ich weiß nicht, ich habe das erste Buch, ich weiß nicht mal, wie heißt es? Schnäppchenjägerin, ne? Ja. Habe ich abgebrochen. Ich habe mich da bestimmt 3 Wochen gequält. Ich wollte es zu Ende lesen. Ich habe es abgebrochen, weil ich dachte, hatten die Frau für den Schatten. Also leid es mir tut. Einen großen. Ist schon lustig, aber irgendwie... Das ist nicht jedermanns Sache, aber ist bei vielen so. Und wenn ihr zum Beispiel Becky Bloomwood gelesen habt, also die Schnäppchenjägerin und alle Nachfolger, und das vielleicht nicht sowas für euch ist, dann kann ich echt sagen, nächstes Mal kennen wir uns nicht, oder sag's nicht weiter, Liebling, oder hier vielleicht Göttinnen Gummistiefeln, oder das Charleston Girl. Das habe ich dann sogar beendet. Ja, genau, das habe ich ihr einfach geschenkt, weil ich dachte, nee. Also, dass sie Rachel Gibson, dass sie Sophie Kinsella einfach so aufgibt, das geht auch nicht. Ja, und das fand ich auch richtig toll. Das habe ich gelesen, wo ich hier hingekommen bin, weißt du noch? Auf der Zugfahrt. Nö. Das hatte ich doch, das hatte Hauptsache ich mit du am weißt Strand. Es noch. Das habe ich doch dann... Letztes Jahr? Ja. Ach so? Ja. So spät? Wo wir da zum See immer gefahren sind, da habe ich das doch mitgehabt. Ah, also vorletztes Jahr. Nee, doch, letztes Jahr. Oh Gott. Ja, 2011 ist ja noch. Also letztes Jahr, wo wir die Wohnung gesucht haben. Ja. Genau.
Was wollte ich jetzt sagen? Dass du Göttin genau. und Gummini, Charleston Girl, Charleston Girl gelesen. Und das war richtig gut, ja. Das hat mir richtig gefallen, das war lustig. Das fand ich gut, aber mit Becky Dingsbums kann ich... Deswegen, also versucht nochmal die Einzelromane von ihr, macht wirklich Spaß. Also bei dem hier zum Beispiel ist es echt so verschärft. Ich habe das damals in London gekauft, am Flughafen, weil ich noch Geld übrig hatte in England und keinen Bock hatte, meine Pfund zurückzutauschen. Dachte ich, gebe ich die noch aus. Habe mir das auf Englisch gekauft, habe es auch auf Englisch durchgelesen und habe mich echt köstlich amüsiert. Habe mir das dann irgendwann als Mängelexemplar nochmal auf Deutsch mitgenommen, weil ich es irgendwann nochmal lesen wollte. Und das ist auch super lustig, wie sie dazu kommt, als Putzfrau zu arbeiten, obwohl sie da eigentlich wegen ganz anderen Gründen an der Tür der Frau geklingelt hat. Ist echt eine lustige Geschichte, also. Ja. Ich muss auch mal lesen. Ich habe auch noch zwei Einzelromane von ihr auf dem Sub, ich weiß noch nicht welche. Ja. Ich fand auch hier, kennen wir uns nicht, das ist auch total witzig mit ihrer Amnesie, wo sie da, glaube ich, aus Versehen den Goldfisch im Klo runterspült von irgendwem, den sie gar nicht kennt. Und, ja, es gibt halt, oder sag's nicht weiter, Liebling, ne? Wo sie im Flugzeug sitzt und ihrem zukünftigen Chef in der Todesangst, weil das Flugzeug kurz vorm Absturz ist natürlich, irgendwelche Geheimnisse erzählt und dann stürzt das Flugzeug doch nicht ab und boah, hoppala, sie hat neben ihrem neuen Chef gesessen. Lustige Geschichte. Erinnere mich an Kerstin Gier, für jede Lösung ein Problem mit dem Selbstmordversuch da, den ach sie so, vorhat. Ja. Und dann scheitert sie und schickt die Briefe über hin, ja, ja. Das war auch lustig. Also deutsche Autoren könnte ich noch Jana Fusen, Prinzessin oder Erbse empfehlen. Ein richtig lustiges Buch. Ich habe das vor 2,5, 3 Monaten ungefähr ist es, ne? Habe ich es gelesen und in 2 oder 3 Tagen ausgelesen. Das ist so lustig. Das Cover ist so cool. Wenn wir dran denken, dann verlinken wir nochmal Steffis Videorezension, genau. Und vielleicht auch nochmal die von den Glimmerfeen, denn Ilona hat das ja, wirklich ganz toll vorgestellt. Auch, ja. Und aus dem Grund habe ich mir das damals gekauft, weil Ilona das so toll fand. Ich war skeptisch. Ich habe damals Er liebt mich, glaube ich, heißt das, habe ich gelesen. Fand ich gut auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt sofort das nächste Jana Fusen lesen musste. Und nach Ilonas Rezension musste ich das aber dann haben, auf jeden Fall. Und ich spätestens dann Vorteil. Erst nach Ilonas Rezension dachte ich, klingt gut, aber deutsche Autorin, da hat sie es gekauft, gelesen und danach musste ich es dann haben, weil sie auch noch so geschwärmt in hat. In diesem Buch, ich meine, ihr könnt euch ja die Rezension von mir angucken, aber in diesem Buch treffen sich so viele Klischees. Es ist wirklich ein Klischee nach dem anderen, aber es wirkt trotzdem echt und glaubwürdig und macht Spaß zu lesen. Es ist toll. Was noch von dir so? Was findest du so? Au. Buch gegen's Knie. Genau, das wollte ich auch nochmal zeigen. Und zwar von Susan Elizabeth Phillips. Ist es auch ein Einzelroman, keine Reihe, Frühstück im Bett und ist absolut empfehlenswert. Also Küss mich Engel und Frühstück im Bett sind so meine beiden Lieblingsbücher von ihr. Das musst du unbedingt lesen. Und zwar geht es um Sugar Beth Carey. Die hat schon so einen geilen Namen, Sugar Beth. Und die wird auch nur als Dummchen abgestempelt und ja, hübsch, aber blöd, ne? Und die meistert aber so toll ihr Schicksal und man wünscht ihr eigentlich nur alles Gute. Es spielt ein verrückter Hund mit und ein komischer Kauz von Nachbar und es macht einfach Spaß zu lesen. Ich habe es an einem Tag durchgeschmökert. Das sind 430 Seiten und normalerweise, ich sag mal so, ist auch relativ klein geschrieben so, ne? Aber an einem Tag durch. Ich habe morgens im Bett damit angefangen, mal irgendwann zwischendurch mal mit dem Hund draußen und habe durchgelesen, ja, weil es so toll noch, war. Es hat so Spaß gemacht. Hast du geschwärmt von dem Buch. Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Und soweit ich das baue, ich habe hier eine Ausgabe für 6 Euro bekommen. Das bekommt er auch günstig gebraucht bei Medimops oder so. Das lohnt sich wirklich mal einfach. Ja, den hast du noch so? Ein Petto? Für alle Schokoladenfans. Liebe aus Schokolade von Carol Matthews habe ich mal im Sommer gelesen und mir einen ganz, ganz schlimmen Sonnenbrand beim Lesen eingefangen, ja. Das hatte ich, und einen schlimmen Schokoladenhunger. Und Schokoladenhunger. Weil, was hier ist, die Schrift ist in braun, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, und dann ist hier immer bei jedem Kapitel eine Schokolade. Das sieht man bei meiner Kamera nicht, das müssen Sie sich denken. Also, braun, Schrift, braun. das ist auch richtig lustig, hat richtig Spaß gemacht. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, hast du den da? Nee. Wie hieß denn der nochmal? Ich habe ja den noch nicht mal gelesen. Schokoladenclub oder so, weil die gehen dann, die treffen sich regelmäßig in so einer
in so einem Laden, wo es irgendwie Schokolade, so Pralinen und so gibt und futtern sich dann erstmal da voll und so. Und dann planen die noch dagegen so einen Kerl so richtig, so Sachen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber das ist halt sehr lustig, wie die Freundinnen, das sind mehrere Mädels, die dann da sich immer treffen und ihr Schoko-Treffen abhalten. Das macht richtig Spaß zu lesen. Das ist total toll. Das höre ich so auch, ich glaube, in anderthalb Tagen. Das Schöne an den Chiclet-Romanen ist einfach, ihr merkt, dass es kurzweilige Lektüre ist, die man einfach an so einem schönen Sommertag oder an so einem Kuschelbetttag, wenn das Wetter draußen oll ist, einfach mal wegschmökern kann. In einem Stück oder in zwei Tagen, je nachdem, wie schnell ihr lest. Weil das einfach Wohlfühlbücher sind und meistens relativ leicht zu lesen, flüssig, witzig und das geht immer weg wie nichts bei mir. Ich finde auch gerade so, ja, im Sommer, wenn dann schönes Wetter ist, so in den Garten auf dem Balkon oder in den Park setzen und einfach nur lesen, weil man muss sich jetzt nicht so super konzentrieren. Genau. Man kann einfach genießen, man kann einfach locker lesen, man kann es nicht. Ja, das ist das Schöne. Deswegen hatte jetzt mehrere Fantasy-Bücher gelesen, die mir nicht so gut gefallen haben, wo ich mich echt quälen musste durch die Bücher durch. Und ich brauchte jetzt was locker Leichtes. Da habe ich Mayfairin genommen und das flutscht wie nix. Ja, heute früh nach dem Aufwachen habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gelesen und da waren mal flugs 60 Seiten weg. Also wie das geht, das geht nur bei einem Chiclet bei mir. Ja, das stimmt allerdings, ist bei mir auch. Also wenn ich so an Prinzessin oder Erbs oder so denke, das ist wie nix, das kann man so weglesen. Ja. Naja, weiß ich nicht. Muss ich erstmal lesen. Ja. Ich möchte euch auch noch eine Autorin vorstellen und zwar... da oben steht sie, werdet ihr jetzt vielleicht nicht sehen. Einmal der Wunschzettel von Alexandra Potter. Ist ein sehr schönes Buch. Da geht es darum, dass man einfach vorsichtig sein sollte, was man sich wünscht, denn die Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Und bei den Büchern von Alexandra Potter ist es so, dass sie alle so ein bisschen übersinnlichen Touch haben. Sprich, es passiert irgendwas Komisches. Die wünscht sich zum Beispiel einen Sechser im Lotto und den perfekten Mann. Und dann trifft sie eine Zigeunerin, die gibt ihren kleinen Strauß Heidekraut und der soll ihr Glück bringen. Und trotzdem, also ist dann immer so, mit diesem Strauß, ich dachte zum Beispiel, Mann, wäre es schön, jetzt einen Parkplatz zu finden. Auf einmal ist ein Parkplatz da. Seit sie dieses Sträußchen hat, gehen ihre Wünsche in Erfüllung. Und das führt zu einigen Komplikationen. Oh, mir ist gerade noch ein Buch eingefallen. Hat mich damals sehr begeistert, wollte ich schon sagen. Ja, erzähl erst mal. Du hast mich gerade an ein Buch erinnert, was du mir geschenkt hast. Das Rosane, wie heißt die dann jetzt nochmal? Das habe ich von dir mal bekommen. Da habe ich dir beide Bücher geschenkt. Stimmt, ja, das ist halt, ja. Das eine war eine Spontanschenkung aus meinem Regal, neu gekauft. Steffi ging es nicht so gut. Ach scheiße, schickst du ihr mal ein Buch schnell und ein bisschen Schokolade, Paket gemacht, geschickt und selber habe ich mir nie nachgekauft. Wie hieß die denn? Du kannst mal überlegen, ich stelle mal kurz noch das zweite Buch von Alexandra Potter vor. Und zwar Ein Mann wie Mr. Darcy. Finde ich sehr, sehr schön, weil es einerseits ein Chiclet ist, also ein Roman, der in der heutigen Zeit spielt, aber für alle Jane Austen und Mr. Darcy-Fans, also Stolz und Vorurteil-Fans, ist es halt ein besonderes Schmankerl, weil es hier darum geht, dass eine Protagonistin aus dem Heute in die Vergangenheit versetzt wird, beziehungsweise Mr. Darcy in die Jetztzeit, glaube ich, wie auch immer. Und jedenfalls, Mr. Darcy lernt sie kennen und sie vergleicht ihn ja im Prinzip mit den Männern von heute und fragt sich, ob diese Fantasie von Mr. Darcy wirklich so toll ist und ob der so gut zu integrieren wäre in unsere heutige Zeit und ob so eine emanzipierte, selbstständige Frau eigentlich mit so einem Mann klarkommen würde. Und das ist sehr, sehr witzig und auch wieder ein bisschen übersinnlich dadurch, ne? Finde ich ganz toll. Also Alexandra Potter hat jetzt auch ein ganz neues Buch rausgebracht, auch wieder bei Goldman erschienen, das habe ich leider noch nicht. Ich glaube, es heißt irgendwas mit Küsst du schon? Ja, wir hatten es eben. Machst du noch bla 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 oder küsst du schon? Träumst du noch oder küsst du schon? Wenn wir es finden, machen wir es in die Infobox. Genau. Also Alexandra Potter ist auch noch so ein bisschen so Geheimtipp, die kennen glaube ich noch nicht so viele. Ist dir eingefallen inzwischen? Nee, ich habe so auf der Zunge. Ich weiß auch, welches Buch du meinst. Das habe ich doch auch rezensiert. Das war eine von meinen ersten Videorezensionen letztes Jahr.
Tatsächlich. Vielleicht, wenn wir die Bio-Rezension finden, dann verlinken wir die in die Infobox. Genau. Dann haben wir noch sie hier. Genau. Mike Cabot. Der will doch nur spielen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich habe das um die Ecke geküsst, war es noch da unten. Habe ich gelesen. Und ich fand das richtig cool mit dem E-Mail-Format. Das ist ja so in E-Mail-Format geschrieben, beide Bücher gehören ja auch zusammen. Erster Teil, zweiter Teil erklärt. Zweiter Teil? Erster Teil war der erste da unten, der. Genau, der da. Willst du was zum Inhalt sagen? Ich glaube, weil bei dir ist noch frischer, wo du das gelesen hast. Mit der schrecklichen Bürotyrannin. Ich hatte euch beide Bücher vorgestellt auf meinem Kanal. Infobox. Genau. Ne, bevor wir hier uns um Kopf und Kragen legen, weil wir reden schon über 25 Minuten jetzt, soweit ich weiß. Okay, ja. Und ja, ne? Jeweils jedem Buch 3 Stunden erzählen. Aber McCabbitt ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Auch die Lizzie. Ich trinke nur Tee, versprochen. Die Lizzie Nichols-Reihe ist klasse. Ich habe alle 3 Teile gelesen und das auch erst in diesem Jahr. Glaube ich, die letzten 2. Also den ersten habe ich damals gelesen, als er erschienen ist, aber bitte mit Schokolade. Dann kam, glaube ich, Naschkatze und dann Hokus Pokus Zuckerkuss. Die 3 so in der Reihenfolge, glaube ich. Wirklich witzig gemacht mit Zeichnungen, ja. Weil Lizzie entwirft Brautkleider und die Zeichnungen von den Brautkleidern sind dann im Buch drin. Richtig schön gemacht, lockere Geschichten, England. Sowieso was für mich, Chiclet ist halt für mich auch ein typisch englisches Genre, irgendwie so ein bisschen. Also britisch. Und dann gibt es ja noch die Heather Wells-Reihe, da hast du den ersten Teil gelesen. Das ein bisschen mehr sein was, ne? Ich kann mich an den Inhalt nicht mehr wirklich dran erinnern, das ist jetzt schon so lange her. Aber, Das ist auch ein bisschen mit Krimi-Handlung oder Spannung soll es sein, ne? Ja, also es war auf jeden Fall diese, ja, sie war an sich schon ein sympathischer Charakter, schön dargestellt, finde ich. Halt auch mit Ecken und Kanten, da sie ein bisschen poppiger ist und so, fand ich sehr sympathisch, weil es halt nicht diese Model-Horse alle so toll und hübsch und huhuhu sind. Und dann war da was mit ihrem Nachbarn, Mitbewohner. Irgendwas war in ihrem Haus da irgendwie, warte mal. Wir können ja mal gucken, ist ja nicht so, dass wir es nicht da hätten. Das ist der erste Teil, jetzt so eine Special-Ausgabe, die gab es mal beim Brand Valet Verlag. Die sind extrem schmal und passen gut in die weibliche Hand. So, und es geht um Heather Wells, Ex-Pop-Sternchen, jetzt Hausmeisterin in einem Studentenwohnheim. Genau, mit Cooper, jetzt macht es langsam. Privatdetektiv Cooper wird von ihr angehimmelt, steht hier. Und dann wird eine Studentin tot im Fahrstuhlschacht aufgefunden. Ja, ich glaube, das habe ich doch schon gelesen. Bei mir ist es so lange her, ich kann mich auch nicht mehr... Aber nee, ich fand, das Buch habe ich nicht gelesen, das wüsste ich. Obwohl es schon gelesen ist. Habe ich das nicht von dir? Weil du dir die andere Ausgabe geholt hast, weil die besser zu dem Rest passt? Das kann sein, ja. Ich glaube, irgendwas war da mal, ja. Du hast öfter mal so... Aber ich bin nicht Benjamin. Was steht für Benjamin? Ja. Aber auf jeden Fall weiß ich, ich habe es sehr gut bewertet mit 4 oder 5 Sternen. Und das hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Also McCabbitt macht immer Spaß. Fall, ja. Also auf jeden Fall. Ja. Und wer auch richtig Spaß macht, ist, ich möchte euch das einfach nochmal ans Herz legen für diejenigen, die die anderen Videos vielleicht nicht gesehen haben. Catherine Elliott, Liebeszirkus. Ihr könnt brüllen, lachen, euch ins Höschen machen. Also ich habe selten so gelacht wie bei dem Buch. Da gab es eine Szene, die werde ich nie wieder vergessen in meinem Leben. Ich hoffe, dass irgendwann mal irgendwer auf die Idee kommt, Liebeszirkus zu verfilmen. Und ja. Ja, ich muss und Schokoladenküsse von Mae Farren. Also die liegen mir so am Herzen. Das sind so tolle Bücher. Das steht nicht unten. Das ist wirklich so, so toll. Die sind auch toll. Die ist hier zum Beispiel, ich wollte gerade Catherine Elliott sagen, Rachel Gibson küssen will gelernt sein. Ist auch richtig toll. Also eigentlich gibt es da alle sind so toll. Man kann eigentlich alles empfehlen. Aber so zum Einstieg würde ich immer zum Beispiel diese beiden empfehlen, weil die machen wirklich Lust auf mehr. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das. Und das. Und das. Und eigentlich und Bridget Jones, wer die noch nicht kennt, ja, natürlich. Das auf jeden Fall, ja. Und das. Und das.
Und natürlich das. Wir zeigen euch die ja nicht umsonst. Ja, und für deutsche Autoren, ne? Und Kossi. Genau, Kossi. Andrea Kossmann, Männertaxi. Ein richtig lustiges Buch, wo man Männer wie Pizza bestellen kann. Also hat Spaß gemacht. Ah, ich habe noch ein Schuhtick von Beth Harbison. Absolut witziges Buch. Tolles Buch über Frauen, die sich kennenlernen über ihren Schuhtick. Und es gibt ja viele schuhbegeisterte Mädels da draußen und da sind bestimmt einige dabei. Ist eigentlich ein sehr erwachsener Chicklit, wie ich finde. Ich kenn's nicht. Hast du nicht gelesen, ne? Mhm. Davon gibt es auch schon die Nachfolge inzwischen. Habe ich aber leider noch nicht gelesen. Und ich weiß, dass es auch relativ schnell durch war. Und die Frauen waren einfach herrlich. Ich habe sogar ein Schuhtick-Lesezeichen. Ich wollte sagen, was kommt denn da? Das ist natürlich im Buch. So könnt ihr das besser sehen. Ne? Das ist auch noch eine Empfehlung. Genau. Ansonsten, hast du noch irgendwas zu Chicklit zu sagen? Nee, ich überlege immer noch, wie die Autorin hieß, die du mir geschenkt hast. Das war so gut, ich habe das so verschlungen. Mit so einem Engel, ne? Wo sie ein Engel wird und ihren und Ex-Freund ausgerechnet als Schützling bekommt. Einmal ein rosanes und einmal ein blaues. Karen Matthews war es nicht, das war die mit dem Schoko. Genau. Also irgendwo habe ich die Rezension dann verlinken. Genau. Zumindest von einem habe ich die Rezension. Ansonsten, ich guck mal nochmal auf unseren schlauen Zettel, ob wir irgendwas vergessen haben zu erzählen. Huch. Ja. Freche Frauenromane, sagt man auch gerne heutzutage dazu. Wenn ihr zum Beispiel im Buchladen seid, bei Thalia oder so, gibt es ein Regal, freche Frauen, da findet ihr Chicklit. Ja. Für alle Fans vom Chicklit gibt es noch eine Internetseite. Ich habe sie mir jetzt noch nicht ganz genau angeguckt, aber ich fand es witzig, dass es ein Forum gibt, was nur Chicklit behandelt. Und zwar www.chick-lit.de. Ganz einfach, chicklit.de. Einfach mal reinschauen. Und für diejenigen unter euch, die zum Beispiel gerne Sex and the City schauen, für euch ist Chicklit auf jeden Fall was. Denn Sex and the City steht für den Chicklit, ja, der verfilmt wurde. Gibt's ja auch als erstes. Texas. Na, die Autorin hat ja auch erst das Buch geschrieben. Genau. Das gehört auch zum Genre Chicklit. Ja, also Sex in the City ist so echt die Josie. Reihe. Geh weg. Josie hat gefressen. Und Soße überall im Bad. Könnt ihr mal sehen? Oh, wie sie hier steht, die ist so goldig. So sieht Josie aus, wenn sie gefressen hat. Überall Soße im Bad. Hallo, schmeck auf Chicklit. Mal mit Hunde mitspielen. Pippi, wie siehst du denn aus? Wie sie hier angelaufen kommt. Die Decke ist frisch gewaschen, ja, übrigens, wo wir drauf sitzen. Der Hund macht... Fein, bist du ganz fein. Guckst du ganz bedröppelt, als hättest du irgendwas falsch gemacht. Oh, Josie, du bist so süß. Gut. Gut, ich würde sagen, das war unser Chicklit-Video. Jetzt schüttelt sich der Hund noch sehr schön. Josie, bist eine Sau. Entschuldigung, du bist ein Quitter. Müssen wir ein Josie-Video machen? Ja. Genau. Ja. Also, das war's von uns mit Chicklit. Outtake passend am Schluss. Jetzt rülpst du noch eine Runde. Bist du satt jetzt? Ja? Fein. Musst du noch ein Bäuerchen machen? So, bevor Steffi mir jetzt hier stirbt, vor Lachen. Sagen wir jetzt auf jeden Fall tschüss. Ganz viel Spaß mit Chicklit. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, guckt ihr das Video nochmal von vorne. Genau, weil er so beantwortet. Und ansonsten schreibt er uns Kommentare. Und wir beantworten die ganz fleißig. Solltet ihr noch Fragen haben oder speziell zu irgendwelchen Autoren oder so, einfach anschreiben. Genau. Wir wissen Bescheid. Ja. Ich wasche jetzt Josie erstmal den Bart. Dann bis bald. Tschüss.